Gelobt sei Jesus Christus. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben uns heute hier bei uns in der Wallfahrtskirche in Freistadt versammelt, um die Nacht der Lichter zu begehen, um gemeinsam diese Stunde mit Gebet und Wachen zu verbringen. Unsere Gebete und Betrachtungen werden durch diese Gesänge begleitet. Sie bestehen aus kurzen Texten, die immer wiederholt werden. Alle sind Sie sehr herzlich zum Mitsingen, zum Mitbeten eingeladen. Wir danken schon jetzt fürs Kommen, dass wir diesen Abend gemeinsam verbringen dürfen und wünschen Ihnen einen schönen, besinnlichen Abend, eine gute Anbetungszeit.
Jesus, unsere Freude, du willst, dass wir im Herzen einfach sind. Du bereitest uns einen Frühling im Herzen. Dann lähmen uns die schwierigen Dinge im Leben weniger. Du sagst zu uns, mach dir keine Sorgen. Wenn ich auch unsichtbar bleibe, ich, Christus, bin stets bei dir. Thank you.
nächtlicher Dunkelheit hat sich über die Stadt gelegt. Das Schauspiel am Himmel ist ein Bild für die dunklen Nächte am Firmament unseres Herzens. Die Nächte der Kinder und Jugendlichen, die durch das unachtsame Reden und Verhalten von Mitschülern tief verletzt werden. Die Nächte in den Familien, die vom Zerbrechen bedroht sind. Die Nächte der Erwachsenen, die Nöte mit sich tragen, von denen sie niemanden erzählen mögen. Die Nächte des äußeren Lebens folgen geistliche Nächte. Die Nächte der Sinnlosigkeit, die Nächte der Trostlosigkeit, die Nächte des Zweifels, in der es scheint, als existiere Gott überhaupt nicht. In den Nächten des Lebens tun wir das, was Jesus getan hat. Er hat viele Nächte im Gebet verbracht. Er hat seine Müdigkeit, seine Ängste, seine Zweifel, sich selbst hingegeben an die nächtliche Gegenwart Gottes und sich empfänglich gemacht für das Einströmen von neuen göttlichen Kräften.
Ich will dich rühmen, mein Gott und König, und deinen Namen preisen, immer und ewig. Ich will dich preisen Tag für Tag und deinen Namen loben, immer und ewig. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Lied, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und füge mich hin, auf dich vertraue ich und füge dich hin. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht verkünden dem anderen den Ruhm deiner Werke und erzähle von deinen gewaltigen Taten. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Lied, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und füg mich nie, auf dich Sie sollen die Erinnerung an deine große Güte wecken und über deine Gerechtigkeit jubeln. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Leben, Christus meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und füg mich nie, auf dich vertraue ich und füg mich nie. Der Herr ist treu in all seinen Worten, voll Huld in all seinen Taten. Der Herr stützt alle, die fallen, und richtet alle Gebeugten auf. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Lied, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und füg mich nie, auf dich vertraue ich und füg mich nie. Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe allen, die zu ihm aufrichtig rufen. Mein Mund verkündet das Lob des Herrn. Alles, was lebt, preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Lied, Christus,
niemand anders ist wie du. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich auf dem See ein gewaltiger Sturm, so dass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn. Sie riefen: Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden und dem See, und es trat völlige Stille ein. Die Menschen aber staunten und sagten: Was für einer ist dieser, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen? Jesus Christus, in dieser nächtlichen Stunde lädst du mich ein, das zu tun, was du in vielen nächtlichen Stunden getan hast, zu beten. Beten im Sinne von hingeben und empfangen. Jesus, ich möchte mit meiner ganzen Aufmerksamkeit bei dir sein. Ich gebe mich dir hin, so wie ich jetzt da bin, mit meinen Ängsten, mit meinen Verletzungen, mit meiner Wut, mit meiner Sorge um einen geliebten Menschen. Dein Geist wirkt und zieht mich in die göttliche Gegenwart hinein. Ich werde deine Gegenwart nicht unbedingt spüren. Ich vertraue, dass du da bist. Dein Geist wirkt
und erfüllt mich mit neuen göttlichen Kräften. Ich empfange eine tiefere Liebe, eine größere Klarheit, eine innere Freiheit. Ich verneige mich innerlich vor dir. Du hast mich im Gebet erneuert. Auch wenn meine Gedanken auf Wanderschaft gegangen sind, meine Hingabe an dich reicht dir aus, mich und die Menschen, die ich dir hingegeben habe, mit deinen göttlichen Wesenszügen zu erfüllen. Das finde ich barmherzig. Das nenne ich Gnade. Das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Amen. Thank you.
Herr Jesus Christus, in vielen durchwachten Nächten hast du dich deinem Vater hingegeben und neue Kraft von ihm empfangen. Wir bitten dich. Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen und befreie uns in deiner Liebe. Herr, wir bitten dich. Sei bei uns. Ausdauer im Glauben und erfülle uns mit Sehnsucht nach deinem Reich. Herr, wir bitten dich. Du sei bei uns in unserer Mitte, sei uns nahe. Du sei bei uns in unserer Mitte, sei wo die einen neugeboren ins Leben gerufen werden, rufst du andere von uns bereits ins ewige Leben zu dir. Wir bitten dich, segne Ausgang und Eingang gleichermaßen. Herr, wir bitten dich. Du sei bei uns. Sei denen nahe, die in Quarantänen einsam und isoliert sind. Schenke Trost und Hoffnung denen, die verzweifelt sind, und ermögliche den an Corona Erkrankten rasche Genesung. Herr, wir bitten dich. Du sei bei uns, in unserer Mitte, sei uns nahe. Deinen Geist stark bei Verantwortlichen in Politik und Kirche für ein besonnenes Vorgehen und kluges Handeln. Und deine Kraft mache groß in allen Helfenden in Krankenhäusern, in Notdiensten, Kirchen und der Seelsorge. Herr, wir bitten dich. Du sei bei uns. Leite deine Kirche auf den Weg des Evangeliums. Dein Heiliger Geist mache sie zu einem Ort der Gastfreundschaft. Herr, wir bitten dich. Du sei bei uns. Familien, für alle, die sich unserem Gebet anvertrauen und die für uns beten. Herr, wir bitten dich. Du sei bei uns, in unserer Bitte, sei uns nahe. Du sei bei uns. Für
unserer Stadt, mache die Christen zu Zeugen der Hoffnung und zu Friedensstiftern. Herr, wir bitten dich. Du sei bei uns in unserer Mitte, sei uns Gnade, du sei bei uns in unserer Mitte, sei uns Gnade. Herr Jesus Christus, du nimmst nichts, was du nicht erneuerst und mit göttlichen Wesenszügen erfüllt zurückgibst. Wer dieses Empfangen von dir aufmerksam wahrnimmt, der dankt dir von ganzem Herzen und weiß doch, es reicht doch nicht, dich und Gott, unseren Gott recht zu loben. Dort, wo der Mensch sich immer zuerst als Empfangender von Gott wahrnimmt, sind Güte und Liebe in seiner Ausstrahlung, in seinen Worten, in seinem Handeln. Wo Güte und Liebe ist, dort ist Gott. Unsere Freude, wenn wir begreifen, dass du uns liebst, kommt etwas in unserem Leben zur Ruhe und verwandelt sich sogar. Wir fragen dich, was erwartest du von mir? Und durch den Heiligen Geist antwortest du,
nichts soll dich verwirren. Ich bete in dir, wage es, dein Leben zu geben. Gott hat uns den Geist seines Sohnes geschenkt. So sind wir Kinder Gottes geworden, dürfen Gott Vater nennen und sprechen in all unseren Nöten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. O Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Das ewige Licht leuchte. O Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Yes.
Jesus.